gehen oder bleiben? Mein Herz sagt ja, mein Kopf sagt, oh mein Gott, ich muss hier raus, das wird nie im Leben eine gute Beziehung oder ich werde hier nicht mehr glücklich oder diese Beziehung macht mich sogar krank. Was tue ich dann? Über das möchte ich heute reden. Mein Name ist Sabine Weiß, ich führe die digitale Praxis Herzmut hier in Wien, beziehungsweise eigentlich online, sobald du diesen Beitrag sehen, hören, lesen, egal wo auch immer du mich gerade erwischt, mitbekommst, kannst du mit mir arbeiten. Diese Anfragen, von denen ich gerade vorher erzählt habe, ne, dieses, meine Güte, soll ich mich trennen, ja oder nein? Und mein Herz ist so verliebt in diesen Menschen und ich kann doch nicht gehen, solange ich den noch liebe. Aber mein Kopf sagt irgendwie auch, das wird nichts mehr und das funktioniert nicht. Der oder die ändert sich nicht mehr und wir kriegen das einfach nicht gebacken. Wir haben es eh schon so oft probiert. Oder wir sind erst neu zusammen und probieren es, aber es kommt irgendwie nicht wirklich ins Fließen hinein. Was tue ich dann? Und was mir immer auffällt, ist, wenn ich diese Anfragen kriege, dass die Menschen mich buchen in der Hoffnung, dass ich ihnen mehr Argumente auf einer Seite liefere, mehr Argumente auf der Kopfseite oder irgendwie vielleicht auch mehr Argumente in der Herzebene, ja, was natürlich ganz schwierig ist. Und der springende Punkt für mich ist immer, oder einer der springenden Punkte ist für mich immer, es ist nicht Kopf gegen Herz. Die Lösung ist nicht, noch 5 Argumente auf der Kopfebene zu finden, um dann das Herz damit zu überstimmen. Ich glaube, dass du über diesen Weg, wenn du versuchst, emotionale Aspekte, das klingt jetzt irgendwie so nüchtern, wenn du versuchst, Gefühle gegen logische Argumente abzuwiegen, wird es, glaube ich, grundsätzlich immer schwierig. Ich weiß nicht, ob man das kann. Man kann Gefühle nicht irgendwie abwiegen, abpacken, mit irgendwas bemessen. Genauso wenig, wie es mit Kopfargumenten irgendwie funktioniert. Ja. Ich weiß auch, dass ganz viele Leute mich immer wieder fragen oder buchen in der Hoffnung, dass ich ihnen dann irgendwie helfen kann, festzustellen, ob der Partner narzisstische oder toxische Züge hat. Und ihr wisst, ich bin ja keine Freundin von Diagnosen, ich bin auch keine Ärztin, ich könnte so oder so nicht wirklich stellen. Ich kann ja manchmal nur sagen, okay, das wirkt schon sehr auffällig und die Züge sind schon da. Grundsätzlich ist es aber trotzdem schwierig. Ich weiß, dass es für viele Leute hilfreich ist, wenn sie glauben, sie können den einordnen oder die einordnen und dann sagen sie, ah, okay, jetzt weiß ich es, jetzt kann ich mir sicher sein, der oder die ist narzisstisch. Und deswegen kann ich jetzt meine Entscheidung treffen, weil die ändern sich ja dann eh nicht mehr. Ne? Also unabhängig davon, dass man das nie sagen kann, dass sich jemand nicht ändern wird, aber ich verstehe mittlerweile besser, dass für viele da draußen das ein Versuch ist, sich Sicherheit zu verschaffen. Sicherheit darüber, dass es tatsächlich sinnlos ist, zu warten, zu hoffen. Ja? Ich komme da ein bisschen von einer anderen Richtung, weil für mich ist es so, ich glaube, dass da ein Glaubenssatz dahinter steckt, der sehr schön ist, aber auch sehr Hollywood-verkitscht ist, ja, den wir alle von Disney eingeprägt bekommen haben. Und der Glaubenssatz lautet, sowas wie Liebe schafft doch alles. Und solange man liebt, geht man einfach nicht. Ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, es war The Mexican, ne? Julia Roberts und Brad Pitt. Ja. Und sie ist total verzweifelt mit seinem Benehmen und sie fragt irgendeinen gemeinsamen Freund, den ich jetzt genau vor Augen habe, aber nicht weiß, wie er heißt, und sagt zu ihm, ja, aber woher weiß man, wann es Zeit ist, aufzugeben und woher weiß man, dass man gehen soll, weil die sich in dem Film, also die Julia und der Brad, permanent trennen und wieder versöhnen und trennen und wieder versöhnen. Und dann sagt dieser Freund drauf, wenn es wahre Liebe ist, dann gehst du nie. So, das klingt natürlich toll und ja, die Wahrheit ist, das stimmt nicht immer. Ja, und also da möchte ich, bin jetzt gar nicht so die Unromantikerin überhaupt nicht, aber das stimmt einfach nicht. Man geht nicht erst, wenn die Liebe weg ist. Ja, tatsächlich gehen ganz viele Trennungen trotz Liebe in Wahrheit vor sich. Und das ist nicht immer das Schlechteste.
Manche Leute, die hier versuchen, an einer Beziehung festzuhalten, erinnern mich ein bisschen an diese Szene aus dem Ritter der Kokosnuss, wo der schwarze Ritter kommt und sagt, kämpfe gegen mich, kämpfe gegen mich. Und dann verliert er einen Arm und er sagt weiter, kämpfe. Und er verliert den zweiten Arm und er sagt wieder, kämpfe. Und er verliert die Beine. Ja? Und dann sagt der König Artus, ja, aber du hast keine Arme und keine Bände mehr. Und er sagt, Hände mehr. Und der schwarze Ritter sagt, okay, dann einigen wir uns auf unentschieden. Ja? Und der König Artus reitet davon und er sagt, oh, du Feigling, jetzt rennst du davon. Na klar, ne? Dieser Kampf um eine Beziehung erinnert mich manchmal an diese Szene. Im Blogbeitrag habe ich die auch verlinkt dazu. Ich finde das ganz witzig. Worauf will ich mit dem Beispiel von dem schwarzen Ritter von Monty Python hinaus? Ja, mir kommt so vor, dass ganz viele Menschen einfach genauso wie dieser schwarze Ritter nicht aufgeben wollen und nicht erkennen wollen, wann es Zeit ist, zu sagen, das war's. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen immer eben warten wollen. Also ich frage dann immer nach und sage, na, auf was wartest du? Und ganz ehrlich, die meisten sagen dann, ja, sie warten halt drauf, bis ihr Herz auch sagt. Der Kopf weiß es eh schon und sie warten darauf, dass das Herz auch sagt, es ist Zeit zu gehen. Ehrlich, wenn du auf das wartest, kannst du lang warten. Vor allem, wenn du diesen Glaubenssatz in dir drinnen tragst, dass echte Liebe eh nie gehen darf. Ja, weil die meisten von uns ja auch diese Vorstellung haben, dass echte Liebe, wahre Liebe nie endet. Man merkt vielleicht den Trick oder den, wie soll ich sagen, den Stolperstein in der Geschichte, wenn wahre Liebe nie endet und man nicht gehen darf, solange es echte Liebe ist, wird es schwierig. Ne? Unabhängig davon, dass für viele in der Situation, die zu mir kommen, ich oft schon sagen muss, ich bin mir nicht sicher, wie hoch der Anteil von wahrer Liebe da noch ist und wie viel davon nicht schon emotionale Abhängigkeit ist, die durch vielleicht schon diverse Versuche der Trennung, die in einen On-Off-Zyklus geendet sind oder geführt haben. Jetzt habe ich den Satz irgendwie total verdreht angefangen, aber ihr wisst, was ich meine, ich erkläre es in einem anderen Beitrag ja auch. Ne? Je öfter man sich trennt und dann vielleicht doch wieder zusammenkommt, desto mehr schürt das die emotionale Abhängigkeit, genauso wie eben in toxischen Beziehungen solche Abhängigkeiten entstehen. Und das wird oft verwechselt mit Liebe, so jetzt habe ich den Bogen wieder, hat aber in Wahrheit oft relativ wenig noch damit zu tun. Ne? Ich mache aber diesen Beitrag nicht, um dich dazu zu ermutigen, noch mehr Argumente auf der Kopfseite zu finden oder noch mehr oder dich zu verunsichern, ist das jetzt echte Liebe oder nicht und ist das jetzt ein oder ist es doch emotionale Abhängigkeit? Das ist alles nicht das Thema. Ne? Es ist nicht Kopf gegen Emotion. Es ist Kopf und Emotion. Und was ich dir heute mitgeben möchte, ist ein völlig anderer Ansatz, nämlich der Ansatz, wenn du glaubst, dass du erst gehen darfst, dass dein Herz, wenn dein Herz sagt, geh, wirst lang warten. Viele Trennungen finden tatsächlich trotz Liebe statt. Nicht jeder, der nach Hause kommt und seinen Partner beim Betrügen erwischt und dann sich tatsächlich entscheidet zu gehen, fällt in der Sekunde aus der Liebe raus. Der entscheidet sich einfach nur aufgrund von seinem Selbstwert, aufgrund von seinem Wertesystem, dass er sagt, das ist ein Schritt zu weit und dafür gehe ich jetzt. Deswegen fällt er aber nicht in der Sekunde aus der Liebe raus und tut sich dann leicht mit der Trennung. Nicht jeder, bei dem ein anderer Bruch, und das muss nicht mal so stark sein wie eben ein körperlicher Übergriff oder eben ein Betrug, aber für jeden sind ja die Grenzen woanders. Nicht jeder, dem so ein Bruch des Beziehungsvertrags, ja, ich weiß, das Wort mögen die viele Leute nicht oder sie sind sich nicht dessen bewusst, dass es sowas gibt, aber tatsächlich gibt es das natürlich in jeder Beziehung. Nicht jeder, der wegen einem Bruch des Beziehungsvertrags sich entscheidet zu gehen, fällt in der Sekunde aus der Liebe raus. Manchmal muss der Kopf vorangehen und das Herz kommt dann nach. Wenn dein Kopf schon die ganze Zeit sagt, geh,
Auch wenn dein Herz noch so sehr leidet, ist es manchmal besser, auf den Kopf zu hören, weil das Herz dann erst in ein paar Wochen, spätestens ein paar Monaten nachkommt und dir dann im Nachhinein, und das erlebe ich ganz oft bei meinen Klienten auch, dass sie dann da sitzen und sagen im Nachhinein, boah, ich verstehe gar nicht mehr, warum ich überhaupt so lange herumgetan habe, ich hätte schon viel früher gehen sollen. Ja. Also was ich für heute quasi die Message ist, wahre Liebe schafft nicht alles. Es ist aber auch nicht Kopf gegen Herz. Manchmal muss man sich einfach wirklich entscheiden und zu sagen, ich gehe jetzt mit dem Kopf, auch wenn es mir schwerfällt. Und das Herz kommt dann hinten nach. Wenn du bei dieser Entscheidung Hilfe brauchst, it's me, nutz meine Kennenlernstunde, lass uns drüber sprechen. Und dann schauen wir, wie du zu einer Entscheidung kommst, die sich für dich gut anfühlt und vor allem die tragfähig ist. Das finde ich ist immer das Einzige, worum es geht, egal ob du gehst oder bleibst. Für heute alles Liebe. Ich bin gespannt, wie das jetzt geklappt hat mit der Kamera. Es wird besser werden. Alles Liebe. Tschüss.